Lin backt gleich Fastfood. Und zwar in handlicher Fingerfood-Größe. Also durchaus Party geeignet. Wie ihr wisst, habe ich ja ein wahnsinnig großes Herz für süße Sachen, aber auch herzhaftes Gebäck kann es mir sehr antun. Und heute habe ich so einen klassischen Fall dafür mitgebracht. Es handelt sich um herzhafte und vegetarische Cheeseburger Muffins. Ja, ihr habt richtig gehört, Cheeseburger Muffins. Und sind echt der Oberhammer. Und sie gehen wirklich schnell. Also, schnappt euch eine Liste. Ihr braucht folgende Zutaten. Ihr braucht Hack, entweder vegetarisches, veganes oder Rinderhack. Könnt ihr euch aussuchen. Pizzateig aus der Kühlung, das ist nämlich ein turboschnelles Rezept. Ihr braucht Senf, ihr braucht Ketchup, Tomatenmark, bisschen Öl, Gewürzgurken, Schalotten, Cheddar, Käse in Scheiben und Salz und Pfeffer. Und ganz wichtig, eine Muffinform. Ich habe hier meine aus Silikon, ihr könnt auch eine aus Metall nehmen. Als allererstes heizt ihr bei diesem Rezept den Ofen vor, und zwar auf 200 Grad Ober- und Unterhitze. Ja, komm, ich helfe dir. Ja, zusammen schaffen wir es. So, als nächstes geht es weiter mit den Schalotten. Und zwar befreien wir sie von ihrer Schale. Und die eine schneiden wir in kleine Würfelchen und die andere in kleine Ringe. Merkt ihr eigentlich, wie cool ich bin? Hier läuft keine Träne beim Zwiebeln schälen. So, jetzt schnappen wir uns ein bisschen Öl und geben das in die Pfanne. Und dann packen wir die Pfanne natürlich auf die Hitze, denn wir wollen das Hack jetzt da drin anbraten. Lin verwendet Sojahack. Das wird bei sehr hoher Temperatur gebraten. Deshalb bleibt Lin die ganze Zeit dabei. So, und wenn ihr euer Hack so schön krümelig angebraten habt und das ein bisschen braun ist, dann gebt ihr die kleinen gehackten, gewürfelten Zwiebeln dazu. Also nicht die Ringe, sondern die anderen. Außerdem nehmt ihr euch euren Gewürzketchup und euer Tomatenmark und den Senf. Und das kommt auch alles dazu. Und dann wird kräftig umgerührt. Das macht Lin sehr kurz, damit es nicht zu trocken wird. Riecht schon ziemlich gut. Könnt ihr den Herd wieder ausmachen und die Pfanne mitnehmen. Kann einen Moment stehen bleiben. Jetzt kommt Salz und Pfeffer drüber. Könnt ihr schon ein bisschen abschmecken. Ist ja alles gegart. Schauen, wie würzig ihr es haben mögt. Nicht, dass ich aber Schlechtes serviere. So, das kann jetzt aber noch einen Moment hier vorne vor sich hin lungern. Jetzt schnappen wir uns ein bisschen Teig, rollen den einmal aus. So, jetzt schneidet ihr hier draus so kleine Vierecke. Ja? Und dann gebt ihr mal ein bisschen Öl in das Förmchen rein, sodass es gut gefettet ist. Die Teigstücke kommen in die Muffinform. So, Freunde, wenn alle Förmchen fertig mit Teig ausgelegt sind, dann schnappt ihr euch eure Hackmasse und, na, dreimal dürft ihr raten, gebt sie in die Förmchen rein. So, dann kommen die für 20 Minuten in den Ofen, aber nach 15 Minuten habt ihr noch eine kleine Aufgabe, also aufgepasst. Ofen auf! Zacki, 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 zack. So, bis gleich. So, jetzt nehmt ihr euch eure Käsescheiben schon mal zur Hand und viertelt die. So, und 5 Minuten bevor die Backzeit zu Ende ist, also noch ungefähr 15 Minuten, legt ihr auf die kleinen Muffins immer Käse obendrauf. Jetzt sind sie fertig. Der Käse ist geschmolzen, das ging wirklich sehr schnell, muss ich sagen. Das Feuer heiß. Oh mein Gott, sind die hübsch! Wow! Sind die nicht hübsch? So, und jetzt werden sie natürlich noch fertig dekoriert. Und zwar immer mit einem kleinen, feinen Zwiebelring oder zwei. Und Gurkenscheiben. Ich weiß, da scheiden sich die Geister. Manche Leute lieben die kleinen Gurken, ich zum Beispiel. Und jetzt muss ich auch schnell probieren, bevor meine Cheeseburger-Muffins kalt werden. Also, guck mal. Man kann die ganz einfach rausnehmen. Sind richtig stabil geworden durch diesen Teig, den wir gründlich in den Förmchen verteilt haben. Und Leute, die sehen schon ziemlich süß aus, oder? Obwohl sie herzhaft sind. Also, guten Appetit.